Hallo zusammen, ich bin's Anna, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal ein bisschen wieder um meine Erkrankung und zwar fortherrschende Phase. Also ich bin ja gerade depressiv, ich habe eine depressive Episode und ich würde gerne darauf eingehen, wie ich mich in dieser Episode fühle, wie das jetzt so verlaufen ist, wie das angefangen hat, vielleicht auch noch ein bisschen. Ich habe jetzt auch regelmäßige Gesundheitsupdates gegeben, aber ich möchte euch jetzt ein bisschen näher damit führen. Also Leute, die sich nicht wohlfühlen mit Lebensgedanken, Versuche natürlich nicht. Also es geht nicht um Suizidversuche, es wird nicht darum, ich werde es nicht beschönigen. Ich habe auch keine gemacht, ich werde auch keine machen und ich möchte euch erstmal beruhigen. Mir geht es soweit okay, dass ich euch versichern kann, dass ich mir nichts antue. Das ist schon mal wichtig. Meine Psychiaterin hat mich das halt auch gefragt. Ich war da heute und habe auch überlegt, was mache ich. Ich bin gerade nicht so in Stimmung, über andere psychische Erkrankungen zu sprechen. Vielleicht schaffe ich das nächste Woche. Aber ich möchte euch jetzt ein bisschen mehr mein Leben teilhaben lassen und euch sagen, was gerade nicht so gut läuft bei mir. Also angefangen hat das halt relativ schleichend. Ich habe nur gemerkt, dass es mir irgendwie nicht so gut geht. Und wusste halt nicht genau warum. Dann habe ich halt gehört, dass der Lithiumspiegel nicht so gut ist. Und dann hatte ich Probleme, mich zu konzentrieren bei der Arbeit. Dadurch sind dann auch Fehler passiert eventuell. Ich weiß nicht, ich hatte so leichte Konzentrationsprobleme. Mir ging es halt auch einfach dann schon nicht gut. Und ich habe mich dann erstmal 4 Tage krank schreiben lassen. Ende Januar. Und dachte, das wäre dann okay. Habe dann Montag und Teil von Dienstag gearbeitet. Merkte, das war gar nicht okay. Und den Dienstag hatte ich einen richtigen Zusammenbruch. Auch mit Suizidgedanken und ich konnte einfach nicht mehr. Dann war ich auf jeden Fall erstmal noch krank. Ich bin jetzt immer noch krank geschrieben, also fortlaufend. Wie lange ist auch erstmal egal. Es geht ja darum, dass es mir wieder gut geht. Und ja, da so hat es halt irgendwie angefangen, dass es mir nicht so gut gegangen ist. Ja, ganz langsam und dann hatte ich halt Suizidgedanken. Auch weil ich ganz belastet war von verschiedenen Themen. Die Abweisung von einer Person hat mich belastet. Dann ein kleiner Vorfall mit Einkaufswagen auf dem Parkplatz und ein ganz kleiner Unfall, ist nichts Besonderes passiert. Das hat mich mega belastet. Dann, was war noch alles? Ich überlege gerade, ja, dass mein bester Kumpel und ich hatten kurzzeitig Stress, das habe ich auch belastet. Das war aber relativ am Ende. Wir haben uns auch geklärt. Das Video ist all offline. Es tut mir auch leid, dass ich so ein Video gemacht habe. Ich schäme mich dafür wirklich. Also ja, ich sollte darüber nachdenken, was ich halt veröffentliche und was nicht. Ich rede nicht mehr so über andere Leute, weil es ja auch egal ist. Ja, was war noch alles? Ja, halt verschiedene Sachen, die halt einfach mich belasten. Und es sind dann immer mehr hinzugekommen. Dann habe ich mich immer schlechter und schlechter gefühlt. Und ja, es war halt schon nicht mehr gut. Also die Stimmung war als solche relativ gedrückt. Ich hatte keine Lust mehr, was zu machen. Ich hatte keine Lust mehr auf meine Hobbys. Ich hatte keine Kraft mehr, Sport zu schreiben. Ich konnte kaum noch was essen. Ich kann immer noch kaum noch was essen. Ich kann nicht kochen, weil ich keinen Antrieb habe. Ich bestelle dann halt mal was und sonst mache ich nur so Fertigessen warm. Ich probiere heute zu kochen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich muss vorher halt noch die ganze Küche aufräumen quasi. Ich habe heute schon mal mein Wohnzimmer einigermaßen ordentlich gemacht, meine Papiere geordnet und so. Das ist ja auch schon mal was. Aber alles, was mit Haushalt zu tun hat, fällt ein mega schwer. Zumindest ist mir in der Depression gerade, fällt mir mega schwer. Sich aufzuraffen, irgendwas zu machen, tut ein mega schwer. Man ist mega schnell ermüdet. Ich bin auch von den Psychiatertermin und auch noch einkaufen danach. Ich werde danach einkaufen. Fix und fertig eigentlich. Und ich wollte eigentlich auch, also ich möchte Videos machen für euch. Es kommen auch noch Cover, weil ich singen hilft mir, das zu verarbeiten. Und gerade dieses Lied Human war auch sehr, sehr cool. Dass ich jetzt covern werde, das habe ich das erste Mal gehört, oder ich habe das glaube ich schon mal gehört, ich weiß gar nicht. Und das finde ich cool, das cover ich. Und dann suche ich mir noch einen Song raus, den ich covern möchte, noch einen deutschen Song. Also erst einen englischen, einen deutschen Song, den werde ich heute covern, damit es mir besser geht. Weil dann habe ich so eine Art, ich habe durch YouTube, durch euch, wenigstens so ein bisschen Tagesstruktur, weil ich weiß, dann und dann machst du die und die Videos. Okay, es kommen jetzt nicht immer regelmäßig Formate. Ich habe heute auch kein Gewichtsupdate gegeben, weil ich einfach das Thema gerade meide, weil es geht gerade nicht. Ich esse kaum was, ich esse mega ungesund. Das Gewicht bleibt trotzdem halt mehr oder weniger gleich, plus minus 1-2 Kilo immer.
Aber das ist halt momentan noch nicht so. Das wird irgendwann wieder mehr in den Fokus kommen, das verspreche ich euch. Aber ich musste erstmal das, was mit meinem Kopf gerade abgeht, irgendwie verarbeiten und klarkommen damit. Ich komme damit auch selber nicht gut klar. Diese Suizidgedanken sind schon sehr, sehr erdrückend und sehr einnehmend. Klar, ich komme damit irgendwie klar. Ich habe Tabletten. Ja, dann damit komme ich soweit ganz gut klar. Ja, und das, was ihr auf TikTok auch dann mitbekommt, da geht es mir, wenn es mir nicht so gut geht, dann nehme ich direkt davor, habe ich wahrscheinlich schon Tabletten genommen dafür. Eventuell sogar meine Schlafdosis, 300 Milligramm Quetiapin. Zu Quetiapin wird noch morgen ein Video kommen. Heute schaffe ich das wahrscheinlich nicht, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie lange ich für die Cover brauche. Aber ich mache richtig Bock für euch Videos zu machen. Wir werden auch immer mehr. Es sind doch schon mehr Abonnenten hinzugekommen. Okay, einer hat uns wieder verlassen. Es passiert. Danke, dass ihr da seid. Danke für eure Treue. Es werden noch qualitativ hochwertige Videos kommen, wenn ich meine Schnittprogramme habe, wenn ich mir die leisten kann. Ich bin gerade halt im Krankengeld, ich kann mir das gerade nicht leisten. Dann kommen auch geile Thumbnails, die coole, so coole Grafiken sind und so. Ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall, ja, was gerade so Phase ist quasi. Morgens geht es mir immer meistens richtig, richtig gut. Und abends, wenn meine Energie nachlässt, weil ich was gemacht habe, auch wenn ich nicht viel gemacht habe, kommen halt dann diese Gedanken halt, dass ich halt nicht mehr möchte, dass es so nicht leben kann, dass es kein Leben so ist. Ja, das Leben so ist, ist auch sehr schwierig, aber es ist machbar, es ist handelbar, es ist ein bisschen kontrollierbar. Und ich gehe auch in die Klinik, auf jeden Fall. Ich gehe sogar in zwei verschiedene Kliniken. Einmal, um mich zu stabilisieren, einmal, um Sachen aufzuarbeiten aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit. Und ich möchte euch auch so viele Sachen noch erzählen, auch über Traumathemen reden. Aber das werde ich jetzt gerade nicht tun, weil es viel zu belastend ist. Weil mir ist halt sehr viel Schlechtes widerfahren. Ich habe geistig, körperliche und sexuelle Gewalt miterlebt, alle Arten von Gewalt, die ihr irgendwie euch erdenken könntet. Folter war es, glaube ich, noch nicht. Also, ich wurde jetzt nicht irgendwie gewaterboardet oder so. Also, ich rede nur über diese Foltermethoden, weil es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die gefoltert wurden und dachte mir auch so, what the fuck? Also, mir hat das gereicht, was ich erlebt habe und, es tut mir echt leid, wenn das Leute von euch oder auch meine Zuschauer miterlebt haben. Ich habe ja davor schon eine Triggerwarnung. Ich werde auch noch in der Beschreibung eine Triggerwarnung schreiben, weil ich über sehr pikante Themen auch geredet habe. Und wie gesagt, wenn ihr Suizidgedanken habt und ihr schon ein Helfernetzwerk habt, ruft eure Psychiaterin an, die redet mit euch. Ja, und sagt, im schlimmsten Fall ruft einen Krankenwagen und lasst euch einweisen, dass. War auch zwei, dreimal kurz davor, es zu tun. Ich habe es noch geschafft durch Herr Quetiapin, mein Gedankenstopper mehr oder weniger. Das ist halt ein Medikament, was so ein bisschen einen dösig macht, so die Gedanken aufhält, die Stimmung ein bisschen anhebt. Ja, also ich empfehle das, aber das Einzige, was daran nicht gut ist, ist halt das Gewicht halt eher steigt als fällt. Aber ich muss halt ein bisschen darauf achten, was man isst, und dann passt das schon. Ja, das war es so erstmal von mir für dieses Video. Ich habe jetzt so grob gemacht, gesagt, was ich so in einer Depression miterlebe oder was ich durchmache. Falls ihr dazu noch Fragen habt, falls es doch zu schwammig ist, aber das sind halt meine Symptome, die kann ich auch nochmal irgendwie: Antriebslosigkeit, schnelle Ermüdung, schlechte Stimmung am Abend, Suizidgedanken. Ja, Antriebslosigkeit habe ich, glaube ich, schon gesagt, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, sowas sind halt meine Symptome gerade. Ja, und klar. Und Konzentrationsschwierigkeit so ein bisschen, aber es geht eigentlich noch. Wenn es, aber trotzdem, bin auch kein bisschen stressresistent. Und sobald ich den ersten Stresser verarbeitet hätte, hätte ich bestimmt schon sofort wieder richtig schlimme Gedanken. Und das kann gerade nicht. Also, ich kann gerade echt nicht so arbeiten. Ich bin da kein bisschen belastbar. Das ist total zum Kotzen. Ich habe auch keinen Bock mehr darauf. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Ja, das war's jetzt auch für das Video. Es kommen noch zwei Cover, wenn ich schaffe. Mindestens eins, auf jeden Fall. Ich habe gestern noch geübt, aber ich habe es halt gestern nicht geschafft, noch eins aufzunehmen, weil ich halt den ganzen Tag unterwegs war bis um, weiß nicht, 11 Uhr oder so. Ja,
vor abends, also ich war von morgens bis abends, halt die ganze Zeit warst du unterwegs. Euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Man sieht sich spätestens morgen im neuen Video, wo ich ein bisschen mehr rede über irgendein Thema, was ich mir ausdenke oder was ich mir halt raussuche. Und Cover kommen auch fast täglich, je nachdem, wie ich es halt schaffe. Ich habe noch mehr als genug zu tun, was die Cover angeht. Euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, seid schön vorsichtig. Und ja. Und auch mein Mitgefühl nochmal an die Opfer in Ukraine. Das ist echt furchtbar, was da abgeht. Ich war sehr geschockt, als ich das gestern gehört habe, und mein Mitgefühl steht, wollte ich auch noch mal kurz aussprechen dafür. Also echt, das ist heftig, und ich habe auch echt ein bisschen Angst deshalb, aber darüber möchte ich kein Video machen, weil das glaube ich nicht, ich weiß nicht. Wenn ihr schreibt, glaube ich, ein Video über Ukraine, was da gerade ist und warum wir uns auch Sorgen machen könnten. Also ich möchte auch erstmal die Sorge nehmen. Wir sind erstmal sicher. Wir sind in der UNO. Die UNO ist stärker als Russland. Also wir brauchen uns erstmal keine Sorgen machen. Und ja, wir hoffen nur das Beste, dass es relativ schnell gelöst wird, dass die UNO auch eingreift und die Ukraine schützt. Und ja. Mehr möchte ich dazu auch nicht irgendwie sagen, dass ich auf jeden Fall nochmal Mitgefühl ausspreche und so. Und ich bin auch noch nicht so gut informiert, dass ich jetzt noch mehr darüber sagen möchte. Das war jetzt so am Ende. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, bitte schaut in den Kommentaren. Danke für jeden Like, danke für eure Unterstützung. Euch noch einen schönen Freitagabend oder Freitagnachmittag eher. Und ja, bis zum nächsten Video gleich. Bis dann, ciao.